In Genf. Genf ist ja bekanntlich in der Schweiz im Südwesten von der Schweiz und Französisch sprechen. Und dass das hier kein französischer Oettinger wird, habe ich mich hier mit der Gabi verstärkt. Sie kann Französisch. Ich bin auch nicht viel, aujourd'hui nous sommes en Genève. War das jetzt eine Begrüßung, oder? Es war nur mitgeteilt, wo wir heute sind. Aha, okay. Dann sag mal Hallo zu den Leuten. Hallo Leute, heute sind wir in Genf, bei strahlend blauem Himmel. Halt. Doch nicht auf Deutsch, auf Französisch. Das meinen die Leute, ich habe dich nur wegen den blauen Augen mitgenommen. Bonjour. Aujourd'hui, so aus Genève. Also ihr seht, ich bin hier gut vorbereitet. Wir werden jetzt hier Genf unsicher machen. Ich hoffe, dass wir euch da ein bisschen was zeigen können. Genf mit 180.000 Einwohnern ist ja auch als Dorf hier bekannt. Wollen wir mal sehen, ob wir hier den Misthaufen finden, wo der Hahn kräht. Wir laufen jetzt hier mal los und werden euch von Zeit zu Zeit berichten. Bis dann. So, da haben wir eine kleine Insel hier mitten in Genf. Wie heißt die Insel? Île du Ruisseau. Île du Ruisseau. Ja. Was ist mit der Insel? Ihr seht, wir sind gut vorbereitet. Ja. Das weiß kein Mensch. Naja, auf jeden Fall ist es eine Insel. Ja. Mitte in der Stadt. So Leute, wir sind jetzt hier mitten in der Altstadt von Genf. Ja, wunderschön, Städtchen hier, ziemlich enge Gassen, ja, und ja, jetzt laufen wir da mal weiter und ich zeige euch mal ein paar Bilder. Gabi übersetzt dann immer wieder in Französisch. Ich glaube, so gut ist das nicht, oder? Es ist schon 35 Jahre her. Ja, wir werden sehen, was sie noch kann. Nettes Café hier, wunderbar. Gibt es da was zu trinken? So Leute, wir sind jetzt hier an der Kathedrale St. Pierre. Es kommt wieder der französische Oettinger. Wie heißt sie richtig? St. Pierre. St. Pierre, ja. Und das ist eine alte Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert. Aus dem 12. Jahrhundert, ja. Und mit dem römischen, gotischen Baustil, oder? Genau. Ist das so? Romanische Innengewölbe, gotischer Ausbau, stimmt alles, was du sagst. Aber es sind nur noch evangelische Gottesdienste hier, die abgehalten werden. Deswegen gehen wir jetzt auch nicht rein da. Eben, weil wir sind Atheisten. Quatsch. Nein, nicht. Wir sind ehemalige Katholiken. Ja. Ach so. Glaub ich ja. Ach, und dann geht man nicht da rein, oder? Es ist aber wohl weltberühmt da drin. Das Glockenspiel wechselt jeden Monat. Das Glockenspiel? Ja, aber sie klingelt ja jetzt gerade nicht. Wann klingelt sie denn? Wahrscheinlich immer zur vollen Stunde. Wie lange haben wir noch zur vollen Stunde? 15 Minuten. Na, die können wir noch warten. Also gehen wir dann doch rein. Ne? Kostet es Eintritt? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Steht. Das Glockenspiel zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Die Melodie ändert sich jeden Monat. Aber es steht nicht dran, wann es klingelt. Steht nicht dran. Nein. Gut, also, wir werden das für euch festhalten und zeigen euch das etwas genauer dann. Das muss ich euch zeigen hier. Ich habe hier was ganz Tolles entdeckt. Das Heim für Töchter. Saint-Pierre. Heißt hier Peters Höfli, Heim für Töchter. Ich finde das klasse. Ich werde das für euch austesten und werde mal schauen, was sich da so dahinter verbirgt. Bis dann. Leute, sie lassen mich da nicht rein. Also ist irgendwas wie ein Mädchenwohnheim. Leider kann ich da nicht mehr in Erfahrung bringen.
Vielleicht beim nächsten Mal oder ich google mal, ja, und dann sage ich euch noch Bescheid. Bis dann. So, Gabi sagt gerade, das ist der Glockenturm. Wo? Mit den 357 Stufen, wo man die schöne Aussicht hat über die ganze Stadt. Ja, ahnt Schlimmes. Ich glaube, ich muss da jetzt rauf. Aber wir werden das mal sehen. Gehen wir da jetzt hoch? Mal schauen wir mal. Ja, super.